Wir beginnen mit leichten Armkreisen und laufen dabei auf der Stelle. Lass die Arme wieder weit schwingen und große Kreise machen. Es geht weiter mit der großen Dehnung und dem Vorbereiten durch das Y, das T und das W. Spürt die Muskulatur, wie sie groß wird, wie sie warm wird und bereit für das Workout. Noch 10 Sekunden. Das Warm-up ist beendet. Wir steigen in das Workout ein mit den Pogo-Jumps. Vollgas. Die Rumpfmuskulatur unter Spannung, das heißt, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, mach den Bauch fest. Für die nächste Übung begibst du dich in die Bauchlage. Wir machen weiter mit dem Schwimmen. Einen Arm wird nach vorn gestreckt, anderen neben den Körper und so wechseln wir. Der rechte nach vorn, der linke. Rechts und links. Rechts und links. Blickrichtung nach unten auf die Matte und die Füße sind aufgestellt. Die letzten Sekunden laufen. Es geht weiter mit dem Bergsteiger. Du bleibst also auf der Matte, kniest dich hin. Stellst die Hände ab und beginnst mit der Übung. Spiel wieder ein bisschen mit der Frequenz. Halbzeit, also Frequenz hochziehen. Schneller werden. Geschafft. Für das Klappmesser, die nächste Übung, legst du dich auf den Rücken, streckst die Beine aus, die Hände über den Kopf, bring die Arme und Beine zusammen. Treffen sich in der Mitte. Halbzeit und durchhalten, auch wenn es brennt. Kontrolliert die Übung ausführen, die letzten Sekunden laufen. Du schaffst das.
stell dich wieder auf die Matte für die nächste Übung, die Twist Jumps. Je nachdem, wie du dich heute fühlst, kannst du diese Übung etwas schneller ausführen oder machst sie etwas ruhiger. In dieser längeren Pause kannst du Arme und Beine ausschütteln und lockern, eine Kleinigkeit trinken und dich erholen. Begib dich in die Ausgangsstellung für die nächste Übung. Es geht weiter mit den Pogo Jumps. Die Beine sind etwas mehr als Hüftbreit auseinander. Gehen in die Beuge und machen ganz kleine Sprünge auf der Stelle. Die Fußgelenke sind fest. Die letzten Sekunden laufen. Begib dich nun wieder in die Bauchlage. Es geht weiter mit dem Schwimmen. Einen Arm nach vorn gestreckt, der andere neben dem Körper. Und so wechseln wir die Arme ab. Die letzten Sekunden laufen. Kurz den Kopf ablegen, durchschnaufen und dann bereit machen für die nächste Übung, den Bergsteiger. Achte ganz bewusst darauf, die Geschwindigkeit hier hochzuhalten. Schon das Ziel, dass du bei dieser Übung außer Atem kommst und dein Herz-Kreislauf-System zusätzlich beanspruchst. Es geht weiter mit dem Klappmesser. Leg dich auf den Boden, streck die Beine und die Arme über den Kopf und führe die Arme und Beine im Anschluss zusammen. Sie treffen sich in der Mitte. Achte darauf, dass deine Lendenwirbelsäule Kontakt zum Boden hat. Wir machen weiter mit Twist Jumps. Gib nochmal richtig Gas. Die letzte Übung dieses Blocks. Halbzeit. Letzten Sekunden. Und geschafft.
Denk wieder daran, eine Kleinigkeit zu trinken. Arme und Beine auszuschütteln und mach dich bereit für den dritten Block heute. Es geht weiter mit dem Rudern. Setz dich hin, stell die Beine an. Die letzten 8 Sekunden, noch 5. Für die nächste Übung stellst du dich bitte wieder hin. Mach dich bereit für die Ausfallschritte nach hinten. Langer Schritt nach hinten und gegenseitige Streckung. Das heißt, das linke Bein geht nach hinten und der rechte Arm wird über den Kopf zur Seite gestreckt. Immer im Wechsel, linkes Bein und rechter Arm und rechtes Bein und linker Arm. Mach dich bereit für die Liegestütz. Fühlst du dich heute nicht so gut, kannst du natürlich auch wieder auf die Knie ausweichen. Aber grundsätzlich versuch ruhig die erste Hälfte des Programms wirklich korrekte Liegestütz auszuführen. Komm, auf geht's. Noch 5 Sekunden. Geht weiter mit den Squats. Das heißt, du begibst dich in den Stand, nimmst die Beine etwas mehr als schulterbreit auseinander, die Fußspitzen zeigen nach vorn und gehst nach unten. Senkst den Po ab und kommst wieder hoch. Drück die Knie leicht nach außen beim Runtergehen. Damit verhinderst du, dass sie über die Fußspitzen hinausragen. Und zum Abschluss dieses Blocks kommen wir zu den Burpees. Du weißt, das wird nochmal intensiv, also mach dich bereit. Erscheint dir dies zu leicht, kannst du natürlich wieder die Advanced-Version nehmen und einen Liegestütz nach dem Plank machen. Das heißt, in den Plank, Liegestütz, wieder hochkommen. Setz dich kurz hin, trink wieder etwas. Es folgen noch 5 Übungen. Du kannst auf der Matte sitzen bleiben und dich bereit machen für das Rudern.
die letzten Sekunden. Es geht weiter mit den Ausfallschritten nach hinten. Überliegenden Arm über den Kopf strecken. Die letzten 10 Sekunden. Geht weiter mit dem Liegestütz. Achte darauf, dass du gerade bleibst. Auch der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Leicht nach vorn schaust. Noch 5 Sekunden. Und komm wieder in den Stand. Es geht weiter mit Squats. Beine etwas mehr als schulterbreit auseinander. Fußspitzen nach vorn, leicht schräg nach außen. Und komm richtig tief. Tief absenken. Und die letzte Übung für heute, die Burpees. Werden uns nochmal richtig zum Schwitzen bringen. 30 Sekunden durchpowern. Halbzeit hast du geschafft. Noch 10 Sekunden. Komm, auf geht's, durchziehen. Einen schaffst du noch. Jawohl, prima. Nutz die Pause wieder, um dich hinzusetzen, etwas zu trinken, Arme und Beine auszuschütteln. Das war wirklich intensiv und anstrengend heute. Wir fangen an mit dem Dehnprogramm. Runden Rücken und fallen ins Hohlkreuz. Machen einen runden Rücken und fallen tief ins Hohlkreuz. Beim Hohlkreuz nimm den Kopf mit nach vorn und beim runden Rücken rollst du ihn ein. In den Stand für die nächste Dehnübung. Machst einen Ausfallschritt, lehnst dich auf, ziehst die Fußspitze zu dir und kommst wieder zurück. Langen Ausfallschritt, aufdrehen, zurückkommen,
Fußspitze zu dir ziehen und zurück. Andere Bein, Ausfallschritt, aufdrehen, zurückkommen, Fußspitze zu dir ziehen. Diese Dehnung merkst du im Oberschenkel, in der Wade, im Po, im Rumpf, auch in der Brust und Schulter. Also alles das, was wir heute trainiert haben.